Es wird knackig. Da sehe ich drei Rohirrim-Trupps. Da sehe ich Bogenschützen. Da sehe ich noch Bauern. Ja, die meisten Bauern sind natürlich nach drin geflüchtet. Wir haben sie nicht alle bekommen, aber das ist okay. Hier sind Rohirre mit geschmiedeten Klingen. Und halt diverserlei Türme. Nein, ihr stellt euch mal bitte nicht so dahin, dass ihr hier rankommt. Was wird denn das hier, Bogenschützen? Das könnt ihr mal knicken. Solche Späße, von wegen... Weiß nicht. Mal von der Mauer aus hier irgendwo auf unseren Turm schießen. Das kommt gar nicht in Frage. Das möchte ich nämlich nicht. Ja, halt die Wölfe im Zaum. Na komm, wie sieht's mit den Ressourcen aus? Schwere Rüstung. Immerhin. Wir werden einen Wargangriff machen. Und ich überlege sogar, ob wir unsere Truppen noch mitnehmen. Ich werde die Truppen hier runterziehen. Vielleicht sollte ich einen Armbrustschützentrupp einfach mal da lassen. Beziehungsweise euch einfach da lassen. Da haben wir wieder Industrie, sehe ich gerade. Und zusehen, dass wir mit unseren geupgradeten Gruppen und Truppen mit da hochziehen. Dass die Waage nicht ganz so alleine sind. Die Waage sind sozusagen die Vorhut des Ganzen. Und unsere abgegradeten Truppen kommen dann später nach und werden sozusagen dem Gegner da den Rest geben, da oben. Ja. Es lebe die weiße Hand. Wir haben es gehört. Wir haben jetzt einen Bannerträger bereit. Wir können jetzt wieder Bäume fällen. Ich weiß nur langsam nicht mehr wo. Es gibt kaum mehr Bäume. In Edoras. Weil wir sie alle schon auseinandergenommen haben. Alles klar. Schwere Rüstung und Bannerträger. Die Waage sind bereit. Und ich werde die Waage auch direkt auf die 1 legen und der Rest kommt hier auf die 2. So, ihr rückt vor. Ihr solltet aber nicht entlang der Mauer vorrücken. Weil da halt diverserlei Türme stehen und das ist äußerst ungünstig. Das ist halt äußerst ungünstig. Ihr bedroht unseren Gegner von hier drüben aus. Und da kommen sie nämlich, die Rohirrim. Jetzt wird es interessant. Haut drauf. Ja, Lanzenträger, guckt mal hier drüben, hier sind auch noch Rohirrim. Ja, das funktioniert. Immer schön drauf. Da kommen noch mehr Rohirrim. Lanzenträger, bitte rein in die Aktion. Von den Wargreitern ist noch was übrig. Los geht's. Auf die Bogenschützen. Die anderen Truppen versuchen jetzt hier das Lager einzunehmen. Vor allem diese kleinen Türme wegzumachen. Wunderbar. Da sind noch Bogenschützen. Gleich weg. Wunderbar. So, hier sind noch die Stallungen. Das ist mir immer das Gefährlichste mit. Das ist weg. Sehr gut. Rüstkammer nehmen wir mit. Die Waage können ja hier schon mal die ganzen Lager mit wegmachen. Ja, wunderbar. Funktioniert alles. Wir haben auch diesmal genug Ressourcen, dass wir gleich das Lager aufbauen können. Jawohl. Und jetzt müssen wir sehen, wie wir nach Edoras richtig reinkommen. Es gibt nur das Tor. Und ich sehe gerade, wir müssen unbedingt... Guck mal, einen Lanzenträger-Trupp lasse ich mal da. Wir müssen unbedingt mal nach unten, denn da kommen schon wieder diverserlei Gegner. Natürlich ist das jetzt auch der einzige Punkt, von wo aus unser Gegner angreifen könnte. Was ja durchaus verständlich ist. Waage bringen wir mal hier runter. Industrie haben wir wieder verfügbar. Ihr zieht euch mal sozusagen zurück.
Hier oben das Lager werden wir jetzt, glaube ich, nicht so groß brauchen. Ach, Lords werden wir auch mal wieder dann wieder beleben. Ich werde jetzt gleich 3 Schlachthäuser hier hinstellen. Ein Schmelzofen, ich werde noch einen Turm hinstellen und wollen wir noch eine Urogrube hinstellen? Weiß nicht. Ja, komm. Aber wichtig ist, dass wir jetzt möglichst viel an Industrie sozusagen schon stehen haben. Dass wir die Ressourcen auch bekommen. Dass jetzt hier wirklich was passiert langsam. Dass wir die Belagerungswerke aufbauen können. Dass unsere Armee jetzt hier wirklich, wirklich langsam in die Aktion gehen kann. Denn guckt euch das an, was jetzt hier kommt. Jetzt kommt der interessante Punkt an der Sache. Ich brauche die Belagerungswerke jetzt. Ich brauche sie jetzt wirklich sofort. Oh, ihr könnt ja mal hier noch die Bauern überrennen. Hat funktioniert. Die Waage sind echt hilfreich. Belagerungswerke sind bereit. So, also eine Balliste? Nee, kommen 2 Ballisten. Die sollen mal schön die Türme einreißen. Die sollen das Tor einreißen. Was denn jetzt? Nein. Kommt doch nicht die Sonderfähigkeit mit den paar Elben hier rein, die unsere... Nö. Moment mal. Das ist eine Sonderfähigkeit und die Elben haben Feuerpfeile? Ich fühle mich ungerecht behandelt. Das hatte ich nicht. Das waren Lanzenträger. Was soll das? Ach, Mann. Komm, noch einen dritten Trupp Lanzenträger hinterher. Balliste ist bereit. So. Zielgebiet bitte beschießen. Und zwar hier. Mal gucken, ob das so funktioniert mit der Reichweite. Ihr rennt mir ein bisschen weit vor. Würdet ihr... Ja, na klar, Balliste. Renn noch weiter vor. Das hat ja toll funktioniert. Oh Mann, ey. So, Lords werden wir jetzt endlich mal wiederbeleben. Das hat ja gedauert. Na toll. Können wir mit den Armbrustschützen mal zusehen, dass wir hier diverselei Bogenschützen rausnehmen aus dem Spiel? Ja, das werden wir doch machen. Auch wenn mich das jetzt ordentlich was kosten wird, aber vielleicht ist es sinnvoll, die Bogenschützen rauszunehmen. Jetzt schon. Dann wäre das erledigt, aber die sind echt hartnäckig. Da oben, die Jungs. Das waren jetzt 2 Trupps, die wir rausgekriegt haben. Und dafür haben wir alle unsere Armbrustschützen verloren. Äußerst, äußerst ungünstig. So, die Waage bitte mal in die Aktion. Sehr gut. So, Seil ist gespannt. Da sind noch die anderen Bogenschützen. Aber wir haben noch genügend Bogenschützen auf Lager. Also so ist es nicht. Ist die Frage, kann die Balliste... Nee, wird glaube ich nichts. Wir haben halt keine Katapulte. Das ist ein Problem. Tatsächlich. Werden wir aber jetzt so schnell nicht gelöst kriegen. Außer natürlich, wir stellen ein paar Leitern hin. Mit ein paar Leitern lässt sich das vielleicht lösen, das Problem. So, wir sammeln mal die Uruks hier drüben. Diese neuen Uruks kämpfen mit Armbrüsten. Ja, und die werden auch gleich noch zum Einsatz kommen, die Uruks. Aber erstmal begrüße ich die Belagerungsleitern. In Helms Klamm waren es ja sehr, sehr viele Belagerungsleitern. Wer sich noch dahingehend an die gute Kampagne erinnert. Das waren ja sehr, sehr viele Belagerungsleitern, die wir da wirklich vor uns hatten. Okay, die sind weg.
Und wir haben das Bevölkerungslimit erreicht. Wir müssen eine Ablenkung schaffen, tatsächlich. Fällt mir gerade auf. Wir müssen mit den Armbrustschützen eine Ablenkung schaffen. Mit den Leitern ran und dann hoch. Oh, Waage. Eure Aktion. Sind das noch Bogenschützen mit Feuerpfeilen? Die könnt ihr direkt holen. Ungünstig, dass unsere Waage jetzt hier drin sind. Ja, wir müssen vor allem unsere Waage irgendwie das überleben lassen, den ganzen Spaß. Und das schaffen sie nicht. Ja, ist in Ordnung. Eowyn hat ordentlich abkassiert. Das Tor ist zu, es sind diverselei Bogenschützen vorhanden, aber ich glaube, wir haben die erste Welle Rohirrim damit zumindest abgehalten. Auch wenn uns das eigentlich nichts gebracht hat. Ja, da kommen nämlich die nächsten schon. Da wird ausgebildet, da sind sogar Elben. Müssen wir sehen. Unsere Balliste. Ziehen wir mal einen Meter zurück. Ziehen wir mal. Wohin ziehen wir die Balliste am besten? Mit hier rüber. Zur zweiten Balliste. Wir kriegen die Mauer dort. Ah, wir kriegen die Mauer dort nicht kaputt. Aber wir kriegen den Turm kaputt. Vielleicht klappt das auch. Ja, das könnte funktionieren und ist außerhalb der Reichweite von Bogenschützen. Da drüben kommen auch Bogenschützen rum. Das könnte natürlich sehr, sehr hilfreich sein. So, Armbrustschützen sind wieder bereit. Bogenschützen kommen kommen die ran mit ihrer Reichweite? Das kann ich nicht mal sagen. Und die sind nicht mal ausgerüstet mit schweren Rüstungen. Rang 1, Rang 1. Die sind noch Rang 3. Okay, die sind weg. Ja, legt die Mauern ruhig in Schutt und Asche. Das ist vielleicht potenziell ein Loch, was wir damit machen können. So, viermal Wargreiter halten sich dann bereit für die nächste Aktion. Da stehen Tore offen. Das gefällt mir nicht. Ballisten zurückziehen. Armbrustschützen bereithalten. Und dann werden wir auch wahrscheinlich in kurzer Zeit danach den Gegenangriff starten. Denke ich jetzt einfach mal. Mal gucken, was jetzt mit den Bauern passiert. Die Bauern sind im Anrücken. Wir müssen diesen Rang 3-Trupp vor allem rauskriegen. Das wäre jetzt das Wichtige. Ah, stehen auch Rohirrim. Ist natürlich äußerst ungünstig. So, schießt drauf. Schießt mit allem, was ihr habt, drauf auf diese Bogenschützen. Die sind hartnäckig, aber sie sind nicht unmöglich zu töten. Jawohl, nächste Bogenschützen sind weg. Leitern. So, die Nahkämpfer halten sich bereit, die Ballisten halten sich genauso bereit. Die Ballisten halten sich auch bereit. Vielleicht können wir den Turm jetzt kriegen. Ich versuche jetzt mal mit den Armbrustschützen hier rumzuziehen und den nächsten Trupp gleich wegzumachen. Wobei ich einen Trupp mal da lasse. Vorsicht. Wo ist die andere Leiter? Die andere Leiter war schon weg, oder? Nein, sie stehen beide hintereinander. Nächster Trupp gleich hinterher. Gleich mit da runter. Die Bauern holen, die Elben holen. Die Tore gehen auf. Versucht trotzdem die Bogenschützen zu holen. Das wird jetzt hoffentlich ein Kampf auf engstem Raum. So, das Tor vernichten. Ja, und der Trupp da hinten schafft es natürlich nicht. Warum sind unsere Armbrüste da reingelaufen?
Nein, warum tut denn ihr das? Er schießt die ruhigeren Bogenschützen. Ja, Eowyn hat es natürlich überlebt, aber... Ja, das Tor wird ja schon eingerissen. Wir sind ja schon voll in Arbeit. Es ist ja schon alles in Arbeit. So, Wagreiter halten sich auch bereit. Ich bräuchte... Ja, euch bräuchte ich auch. Ich bräuchte neue Armbrustschützen tatsächlich. Ja, die Ballisten schaffen es jetzt nicht mehr, glaube ich, oder? Achso, die Bogenschützen rennen weg. Ja, dann haben wir das Tor natürlich damit offiziell eingerissen. Balliste zieht sich ein bisschen zurück. Elbenbogenschützen. Natürlich mit einer wahnsinnigen Reichweite. Schießt, was das Zeug hält. Schießt. Und zieht euch zurück. Es folgen die Wagreiter. Die jetzt hoffentlich die Bogenschützen einfach mal umrennen können. Nehmt die Bogenschützen weg. Nehmt sie direkt raus aus dem Spiel. Wir versuchen einfach mal einen Sturm anzuzetteln. Um dabei möglichst viele Gegner rauszunehmen. Also ein Bogenschützentrupp zieht sich noch mit zurück. Ja, das ist ein bisschen doof. Attackiert, was das Zeug hält. Vielleicht wäre es clever, diesen Turm hier gleich wegzumachen. Wenn ihr es schafft. Wenn ihr denn angreifen würdet. Wenn die Waage denn angreifen würden. Oh nein. Auch nicht. Ja, müssen wir mal sehen. Müssen wir tatsächlich sehen. Wer kommt jetzt raus? Rohirrim. Lanzenträger, ich bräuchte euch mal. Denn da sind Rohirrim im Anmarsch. Obwohl, ne, ich brauche sie wahrscheinlich nicht. Unsere Basis kann sich eigentlich recht gut selbst verteidigen. Das funktioniert ziemlich gut gegen die Rohirrim. Das ist ein Vorteil tatsächlich, dass wir da so eine Schussreichweite von unseren Türmen haben. So, die Lanzenträger sind ja zumindest schon mal da. Bringen uns, glaube ich, noch nicht viel. Armbrustschützen sind auch vorhanden. Wir haben dann im Übrigen mal wieder Industrie. Haben wir jetzt lange nicht gemacht, tatsächlich. So, die Basis hier oben, die macht ihr eigenes Ding. So, können wir in Edoras Bäume fällen? Die Frage hat man vorhin schon... Huch, schon mal. Kurz aufgestoßen. Welche Bäume nehmen wir denn? Jetzt bin ich so wild. Die hier. Ja, es funktioniert. Wow. Tatsächlich funktioniert das. Ich hatte ja jetzt zugegebenermaßen nicht damit gerechnet. Und da sammelt sich schon wieder so eine Horde Gegner. Wie schaffen wir das? Wir bräuchten einen breiteren Eingang. Ach, siehst du. Während die hier angerannt kommen, nur mal ganz nebenbei gespeichert. Ganz nebenbei. Sollten wir vielleicht mal machen. Damit wir die Chance haben. So, sehr gut. Ja, na, ist ja in Ordnung. Sollen sie mal reingerannt kommen. Sollen die Massen mal reingerannt kommen. Ist in Ordnung. Wir müssen dann selber irgendwie mal gucken, dass wir reinrennen. Und ich weiß noch nicht, wie. So schwere Rüstung für hoffentlich alle Armbrustschützentrupps. Zweimal Waage. Bitte. Ja, Lorz holt sich natürlich so seine Erfahrung. Na? Indem jetzt hier einfach Bogenschützen beschossen werden. Und da ist ein Turm weg gewesen. Ich glaub's wohl noch. Ein Turm war weg. Sauerei. Ja, da kommen halt Truppen bis zum geht nicht mehr. Da müssen jetzt alle Gebäude irgendwie weggemacht werden. Haltet die Waage im Zaum. Ja, wir haben ja hier noch... Hier unten haben wir ja noch das eine Bonusziel.
Das würde ich gerne in Anspruch nehmen. Tatsächlich.